Es geht wieder los mit Episode 3. Zuletzt haben wir Toadette gespielt, die sich schon von den Klauen des Wingo Wongo, wie der hieß, weiß ich gar nicht mehr, befreien konnte. Und auch durch Level streifen musste. Jo, und jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Lorenfahrt durch den Moda-Tempel. Wir haben 130 Diamanten, also alles noch im Easy Green. Wir mögen die Lorenfahrten, woran erinnert uns das? Genau, Captain Toad. Pokémon Snap. Viel Spaß. Auf in die abenteuerliche, actionreiche Fahrt in der Lore. Eine ganz schön große Fahrt, ne? Naja, einfach mal drauf, ne? Okay, meint ihr noch halbe Sachen? Dann wissen wir ja Bescheid. Oh Gott. Ja. Alter Falter. Bus weg hier. Ist noch was anderes, bevor ich die ganze Zeit nur darauf gucke? Nö. Nein. Nein, warum? Nee, wisst ihr was? Das ist mir dann, dauert das zu lange. Das ist so eine mega Fahrt. Ah, mein Gott. Gemein, oder? Sehe ich auch so. Auf geht's, Toad Daddy. Thank you.
Oh, wir dürfen nicht, wir haben sie mal abgebrochen. Das heißt, wir kriegen die nicht, die wir hatten. Was übersehen. Ganz ehrlich, dann ist das jetzt so, dann haben wir halt mal ein weniger. Es tut mir leid, ich habe da jetzt keine Lust drauf, nochmal extra wegen einem Diamanten das Ganze nochmal zu fahren. Wir haben aber auch so viele im Vorschuss, also wir haben jetzt 98 gebraucht, wir haben 130. Von daher ist es jetzt der zweite Diamant in den ganzen Let's Play, den wir mal nicht mitnehmen. Von daher, ganz ehrlich, kann ich mit gutem Gewissen sagen, wir lassen das jetzt einfach. Nächste. Die Leiden des Kapitän Toad. Okay. Keine Angst, Toad, hier bist du unter deinesgleichen. Überall Pilze. Plattform-Baustelle. Life-Adventure. Eine Doppelkirsche. Mhm. Ja, auf so einer Baustelle, ne? Da ist es besser, wenn man nicht alleine ist. Deswegen sind die auch die ganzen Doppelkirchen, ne? Oh, ist ja klar. Das war ein cool. Ich versuche jetzt mal so viel wie möglich Platz zu machen, damit ich in Ruhe gleich, Doppelkirchen einreißen kann. Oh, ihr seid doch Schweine, ey. Jetzt im Ernst. Hm. Komm her. Ah, nee. Nee, das meint er nicht so, oder? Das ist ja fies. Nö. Ach, es geht runter. Du, da ist so eine Sache mit rein, ne?
Ah, okay, 4 Stück bringe ich dahin. Yeah, Team Toad ist unterwegs. Bahn frei. Stört mich aber so gewaltig, den nicht tot zu haben. Ich glaube, den kriege ich auch jetzt nicht mehr tot. Wohl theoretisch. Ey, theoretisch, Leute, könnte ich die dann kaputt. Nein, tot, nein! Gott sei Dank, ich dachte, jetzt fährt er nicht mehr. Wetten, beende das Spiel mit 5 Toads. Ach, das machen die sowas von hundertprozentig. Ich mach da gerade diesen Fehler. Ja, ist die huge choice, haben das extra nicht erreicht. Wer hat das gedacht? Verwinkelte Ausklapppfade. Na gut. Ich sag dir, der sagt Life Adventure. Das ist mir mittlerweile, das sehe ich jetzt so, oder? Das sagt er. Wenn ich diese Dinger schon sehe. Ja, was soll ich tun? Hä, Leute? Da war noch ein kleiner Weg. Vielleicht ging es dann hinterher weiter. Nee, da wäre ich da. Darüber wäre ich dann da reingekommen. Okay, egal, wir haben den Diamanten ja jetzt, von daher soll es uns nicht kümmern. Der geht gleich weiter. Was? Jetzt muss ich euch mal fragen, was stellen die sich jetzt darunter vor? Die machen auch ein geiles Geräusch, ne? Lauf, Toad! Lauf! Sie kommen! Das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Münzenfest, meine Lieben. Ich würde sagen, dann geht es erstmal wieder an die Doppelkirschen. Denn wir hatten zuletzt wieder die
Spitzhacke, gib mir erstmal meinen Pilz, Junge. Danke. Das ist viel. 340 kann man mal machen, ne? Ich würde sagen, dass wir das mal mitnehmen. Die Blockfestung in der Wüste. Na, das nehmen wir noch mit. Ich wollte gerade aufhören mit diesem Part, aber... Ich möchte die Blockfestung ja natürlich noch fertig machen, ne? Ja, meine besten Freunde, die kugelwillig sind hier am Stissel. Oh, oh, hey, oh, Mann. Kann da auch überdrehen. Das wisst ihr, woran mich das noch immer erinnert? Nicht nur, es ist nicht nur Pokémon Snap. Es ist auch verdammt nochmal aus dem Phantasialand, wer das schon mal gewesen ist, kennt ihr diese Achterbahn mit den Mäusen, wo du Mäuse abschießen musst in diesem fahrbaren, halbwegs 3D-modellierten Dingen? Bestimmt erinnert ihr euch daran, wenn ihr da gewesen seid. Ja, hat was davon. Ganz sensibel. Ein ganz großes Sensibelchen ist es, wa? Ja. Müsste ja jetzt mal so lang, ne? Natürlich nicht. Ah, wie sollen wir die Ecke denn? Das ist die Frage. Wie kriegen wir die Ecke abgeschossen? Yes, tun wir. Müssten jetzt auch alle sein, mittlerweile. Ach nö. Gleich. Guck mal an, die habe ich jetzt ja nicht gesehen. Ja. Muss ja nicht immer der komplizierte Weg sein, ne? Also hier geben sie einem schon mal 3 Versuche. Das ist schon mal ganz nett. Mal was wissen. Was ist denn die? Dann ist am Ende irgendwie. Ey, du bist auf der anderen Seite explodiert, Mann. Das ist unfair. Du hast mich nicht mehr berührt. Arschloch. Ganz ehrlich.
Was soll das denn jetzt? Ist ja eine richtige Verarsche hier. Das ist eine Verarsche. Ey, ich bin hinter dem Lenkrad, das ist draußen, das explodiert sogar am Lenkrad und dann macht er hier so Faxen oder was? Nee, du, das ist, finde ich, ganz schön salzig gerade. So einen direkten Weg hier, weil wir wollen uns ja nicht ärgern lassen, ne? Das sehe ich nicht ein. Wir haben auch alle Diamanten, von daher passt das. Ich würde dann mal sagen, ich verabschiede mich von euch. Jetzt. Nicht mehr als 10 Rübenschüsse. Nein. Danke fürs Zugucken. Ich bin Ganzock von Goat Let's Play. Ich glaube, das sollte ich nicht hier jedes Mal am Ende erwähnen. Keine Ahnung. Die Folge ist schon wieder lang für eine Toad-Folge. Mal wieder 22 knackige... Dann nehmen wir ganz so knackige Minuten. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und guckt euch auch die alten Folgen an und alle anderen Let's Plays. Ciao.